Willkommen, meine Zuschauer. Zombo der 28. heißt euch willkommen zu einer weiteren Folge Elden Ring. Beim letzten Mal haben wir die Küste erkundet, haben Bock dem Halbmenschen geholfen, der Schneider werden will. Und haben keinen Plan, wo der jetzt ist, aber ja, so viel dazu. Vielleicht taucht er später einfach wieder auf. Das hier ist, glaube ich, so ein Hub. Was da gerade als Ladebildschirm war. Von dem wurde schon erzählt von NPCs im Netzwerktest. Ich glaube, das war Melina, unsere Fingerfrau da, oder der Typ hier. Irgendeiner von denen hat auf jeden Fall davon mal erzählt im Netzwerktest. Ja, wir wollen heute diesen Pfad nach unten erkunden. Bis zu diesem Kreis. Den Kreis gibt es hier auch einmal. Also weiß ich, glaube ich, was mich da erwartet. Weil den oberen Kreis kenne ich, den unteren nicht. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Wir haben unsere Keule auf plus 2 geupgradet, genau. Und ich würde eigentlich gerne noch nachgucken, wie es mit der Kriegsasche aussieht. Bist du ohne Kriegsasche besser? Ohne Kriegsasche bist du 127 plus 20 und mit Kriegsasche bist du 115 plus 23. Ja, ohne ist noch besser. Okay, dann machen wir das nämlich runter, dann können wir nämlich den lustigen Stapfangriff machen, der uns nochmal stärker macht. Stärke-Skalierung lohnt noch nicht so sehr. Ach und! Wir haben 4000 Runen, also sollten wir vielleicht 2 Level machen. Ja, genau. Nochmal 2-mal in Leben rein. Ich werde halt wirklich so, keine Ahnung, 15 bis 20 Punkte Leben haben, bevor ich in andere Sachen reinskill. Okay, machen wir erst Stärke. 2 Punkte Stärke. Wir machen erst Stärke auf 16 und danach machen wir Leben weiter. Habt mich überredet. Was bin ich denn sonst für ein Stärke-Charakter? Aber ich will echt eine längere Lebensleiste. Diesen Pixel da oben zu haben, das ist schon ein bisschen gruselig. Ja, dann erkunden wir doch mal, was auf uns hier wartet. Erstmal eine schöne... Oh, guck mal, fast One-Hit. Und ich kann sie ja immer noch zweihändig nehmen für nochmal mehr Damage. Ja, die macht gut Schaden, macht Blutung. Ist eigentlich eine nette Waffe. Und ist nur für die besten Halbmenschen. So... Und dann müssen wir doch das Ding da vermöbeln, bevor es vor uns wegrennt. Es hat einmal wenigstens gewackelt. Vielleicht mit einem Sprungangriff? Ja. Komm. Kriegsasche, eiserner Wille. Hey, na? Barbarenstampfer! Wow! So, das bufft uns für... Solange wir das Rot leuchten, machen wir unseren Angriff etwas mehr Schaden. Das ist ja ganz gut. Okay, ein berittener Krieger. Okay, ich finde es sehr unfair, auf die andere Seite geschlagen und mich getroffen. Ich will mein Geld zurück. Aber man kann wenigstens hier direkt davor wieder spawnen, weil hier ein Pfahl ist. Also wussten die Entwickler, dass man hier drauf geht. Moment, ich muss das schnell töten, da kommt dieser dumme Reiter, der mich gleich one-hittet. Ah, meine Güte, jetzt muss ich den... Ja, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Oh mein Gott, so. Dann wurde ich mad. Schlimm genug, gegen diesen berittenen Barbaren hier zu kämpfen. Jetzt kann sein Pferd auch noch treten. Okay. Wollt, es ist nicht anders. Geheime Strategie. Pferd. Ja, so ist auf jeden Fall besser. Ein Treffer. Muss das Timing noch lernen, wann ich zuhauen muss. Ja, hä? Wer ist der bessere Pferdkämpfer? Komm, ein Hit noch. Jawohl. Weg mit dir. Bestien lieber. Ich würde ein Pferd zwar nicht als Bestie bezeichnen, aber... Okay, Elden Ring. Fußsoldatenstulpen, Fußsoldatenbeinschutz. Jo, guck mal, der hat 2 Rüstungsteile gedruckt. Ich hatte gerade überlegt, wie doof es eigentlich ist, dass wir bisher noch gar keine Rüstungen bekommen haben. Guck mal, die kann ich sogar anziehen. Die nicht. Die machen große Last, aber die machen mittlere Last. Ja, wir haben neue Stulpen bekommen, die auf unsere Hände passen. Jetzt muss ich nur die Gegner dann öfter mal töten und dann... Ja... Läuft.
Ich glaube, ich sollte mehr mit Schild spielen. Das wäre die sicherere Variante. Aber irgendwo macht es auch Spaß, einfach von allen vermöbelt zu werden. Bonk. Sprungangriff macht dich tot. So, wenn ich richtig... Ja, da vorne kommt sie. Da bin ich sehr gespannt. Und was da hinten alles ist, bin ich auch sehr gespannt. Meine Güte, wir haben so viel vor uns. Das kann ich aber nur die ganze Zeit wiederholen. Aber es ist einfach toll. Und ich weiß nicht, ob es an meiner Startklasse liegt, aber ich muss sagen, bisher spielt es sich schwerer als Dark Souls. Für die Leute, die befürchten, dass es zu einfach ist. Aber vielleicht kämpfe ich auch einfach die ganze Zeit gegen die falschen Sachen oder habe einfach einen merkwürdigen Spielstil gerade. Weil ich nur kloppen will. Aber es macht Spaß. Es ist schön. So. Ja, hier haben die eine Kutsche. Die kann man nur plündern, wenn die steht. Deswegen hau ich den Jungen mal aufs Bein. Dann macht er Pause. Dann bin ich einfach mal so ganz dreist. Boah. Der Reiter ist ein bisschen sehr aggressiv nah bei mir dran. Okay, gleich haben wir den. Ja, sehr schön. Perfekt, haben wir beide. Gut hängen geblieben. So, vielleicht kann ich es jetzt öffnen. Eine Großaxt! Oh mein Gott, warum habe ich irgendwas geupgradet? Ich will mit einer Großaxt spielen. 30 Stärke! Die kann ich, glaube ich, noch nicht mal zweihändig nehmen, ne? Ne. Oh mein Gott, wie cool ist die denn? Okay, ich werde Großaxt-Main. Aber da fehlt... Dann haben wir wenigstens ein Gold für unsere Stärke. Dafür brauchen die ganze Karawane, um eine Großaxt zu transportieren. Ey, was soll's. Wie sie hier die Mauern kaputt laufen. Der wollte allen Bescheid geben. Ich glaube, es hat er geschafft. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas großartig gefährlich. Außer, dass die halt alle, ja, in der Gruppe gefährlich werden könnten. Wenn die alle so gleichzeitig angreifen. Bisher sind sie sehr nett, die Gegner. Ja, mein Schaden ist doch cool. Oh, der Magier dabei. Magic. Keine Magic, bitte. So, kannst du mal aufhören? Keine Zeit für Musik. Der ist schon der Stärkste, der dabei ist, die Wache da. So. Ja, dann dürfen den leeren Wagen weiterziehen. Ruinfragment. Oberfrucht. Den noch. Ruinfragment. Oberfrucht. So. Oh, die sah cool aus. Jetzt können wir uns die Großaxt auch nochmal angucken. Eine Großaxt eigentlich, aber kaum mehr als ein großer Eisenklumpen. Die bevorzugte Waffe der Oberhäuptlinge im Ödland. Wer diese Waffe führen will, braucht gewaltige Stärke. Aber ein Schlag kann Gegner förmlich zerquetschen. Und die Macht dieses aufgeladenen Angriffs muss man wirklich erlebt haben. Iris. Hat auch Barbarenbrüllen. Solange dieser Effekt wird, werden starke Angriffe als wilde Kombos ausgeführt. Genau. Also hier, das ist ein aufgeladener schwerer Schlag. Barbarengebrüll. Und jetzt... Genau. Haut man dreimal zu. So, hier ist ein Ruinen eines Wegpunkts. Hier ist wieder ein Chillort. Wir machen erstmal die netten Giftboys hier weg. Und die Lichtstrahlen. Na, guck mal. Die wollten den echt im Netzwerktest absperren, den Boss. Gehen wir mal kurz hier runter. Machen wir das zuerst. Zwei Heilungen kann ein bisschen schwer werden. Aber hey, wir haben ja einen Respawn-Punkt in der Nähe. Hallo, mächtiger, wahnsinniger Kürbiskopf. Oha. Möchte... Guck mal, der macht auch Blutung und der hat einen Flegel. Au. Da war Blutungsschaden. Jetzt habt ihr gesehen, wie viel Blutung macht. Okay, es war nicht 30% vom Leben, aber von viel.
Nice. Kürbiskopf gezwungen. Cool, guys. Don't look at explosions und so. 1000 Runen. Was ein mächtiger Boss. Ein Punkt der Gnade. Den nehme ich gerne. Mal alles auffüllen. Warum nicht? Yo, die ist wirklich hier, aber ihr Raum hat ein massives Upgrade bekommen. Hallo. Tarnished, are we? I wonder you should turn up here. I am Salen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Warum warst du hinter einem Kürbiskopf eingesperrt? Ich will zaubern lernen, ganz sicher. Ah. A yen for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. As a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Lasst mich noch mal überlegen. Yes. I think that would be wise. We must choose our masters wisely. Vielleicht versperrt es mir später andere Wege, wenn ich dann mich der anschließe. Wie bleibt ihr hier stehen? Interessant. Ja, hier kann man Zauber lernen. Aber Zauber ist nicht würdig. Ich brauche die heilige Magie, um dieses Land zu reinigen. Die heiligen Wunder. Aua. So, machen wir mal die Gigablume hier ein bisschen kaputt. Ob die bluten kann? Aua, die kann auf jeden Fall zuhauen und sehr viel Leben haben. So. Die hat einen sehr großen Vergiftungsradius. Aber irgendwie habe ich keine Lust, vergiftet zu sein. Fällt mir gerade auf, ich könnte eigentlich mich mal heilen. Aber das ist noch so schwach, dieser Heilzauber. Aber besonders, wenn ich den falschen nehme. Oh, es geht. Als ob es das nochmal macht. Habe ich irgendwas, was ich auf die werfen kann? Blutungsmesser. Die mit Stärke und Geschick skalieren, aber nee. Gift bringt auch, glaube ich, nichts gegen die Blume. Ich habe leider keine Heilung mehr und wenn ich vergiftet werde, wird ein bisschen doof. Machen wir erstmal den da weg. Wie viel ist hier so angewackelt kommt mit seinem dummen Gift? So, jetzt hat sie was anderes gemacht. Waffen. Jetzt können wir reinkommen. Warum hast du so einen Angriff, der einfach bonk ist? Ohne Anzeichen. So, wenn ich jetzt weglaufe. Jetzt muss ich wieder weg. Ah, das Ding hat zu viel Leben. Ich kann meinen Bogen ausprobieren. Ich habe keine Pfeile. Ah, keine? Kann ich welche craften? Ist irgendwie gerade ausgegrautes Craften. Vielleicht, wenn ich weit genug weggehe. Vielleicht darf man im Kampf nicht craften. Ja, darf ich. Auch wenn sie noch angreift, interessanterweise. Hier kann ich Pfeile draus machen, Knochenpfeile. ...40 Stück. Wir haben Craft genutzt, Leute! Oh, die Pfeile schießt mal echt schnell. Wir machen echt wenig. Dann hau ich halt immer zweimal drauf. Ganz langsam mit Gemütlichkeit. Oh, 50 Schaden pro Pfeil ist eigentlich doch ganz gut, muss ich sagen. Können wir schön eigentlich wegkämpfen, die Blume. Ja. Ups, ein Pfeil zu viel. Aber Flower besiegt. Flower gibt Giftblüte. Miranda-Pulver. Gucken wir uns gleich an. Goldene Rune. Und geräuchertes immunisierendes Fleisch. Ich glaube, das macht Gift weg. Yes. Okay, gucken wir mal unsere neuen Objekte an.
Was haben wir denn? Erhöht kurz die Immunität. Immunität bestimmt die Resistenz gegen verschiedene Gifte und Krankheiten. Je höher Immunität, desto weniger anfällig. Ah ja, also man wird nicht so schnell vergiftet, aber es heilt nicht dagegen. Dann haben wir eine Glasscherbe. Scherbe von schmutzigem Glas, wertloser Plunder. Wer im Licht glitzert, wird er aus der Ferne oft mit einem Schatz verwechselt. Kann selbst kein Licht erzeugen und ist im Grunde wertlos. Ja, Runen haben wir ein paar hier drin. Das war's schon. Ach, die hier müssten wir mal ausrüsten, ne? Einfach mal nutzen, weil es geht. Einfach mal zeigen. Machen wir als nächstes den Magier. Ja, und das sind einfach zu Herstellungsmaterialien alles. Und hier haben wir irgendwelche Aschen verstärken und Waffen verstärken. Bis zu plus 6 sind die größeren Schmiedesteine. Ah ja. Da brauche ich erstmal einen Schmied. Das sind meine ganzen Herstellungssachen und Karten. Genau. Und meine ganzen Kriegskünste. Ist hier in den Ruinen noch irgendwas? Außer irgendwas, was mich tötet und dann lebt alles wieder. Da sind noch Blumen und da ist eine Leiche. Guck mal, habe ich echt was übersehen. Hier? Da, ich habe es gefunden. Verstecken sie aber auch ganz schön. Bitte kein Gift. Ein Glühstein. Naja, besser als nix. Na dann, folgen wir weiter. Sind wir wieder hier auf der Straße. Folgen wir der Straße weiter nach unten. Und erleben neue Sachen. Ich will tatsächlich den Typ, der mir gefährlich ist, angesehen. Guck mal, der hat auch leuchtende Augen. Manchmal haben Gegner leuchtende Augen. Oh mein Gott. Der ist auch echt aggressiv. Bonk, auf deinen Kopf. Nochmal. Und nochmal. Einmal ganz vorsichtig. Der hat auch richtig viele Ruhm gebracht. Und guck mal, der hat seine Rüstung getroffen. Keine Rüstungsschulden. Wir können uns die Rüstung von diesen Barbaren farmen. Cool. Irgendwie bin ich ja gerade von meiner Rüstung her, habe ich Assassinenrüstung an, aber ich will ja eigentlich so mächtiger, Stärke, Paladin. Paladin eigentlich so mäßig sein, ja. Ich will in der Schmetterling. Dass ich das Wort Paladin bis jetzt nicht gesagt habe. Ein Typ, der Wunder wirkt und auf Stärke geht. Ja, ich will einfach ein fetter Paladin sein. Und will coole Wunder haben, die ich einsetzen kann. Coole Anrufungen. Ich habe echt viel Cash. Zeit weiter geradeaus zu reiten. Da drüben machen, glaube ich, eh nichts. Nö, wir haben nichts. Dann dürft ihr weiter verweilen. Da ist nochmal so eine Gang. Mit einem Alarmtyp. Ein Reiter, den weiche ich mir mal aus. Ah, ich glaube, der Alarm hat den gerufen. Das ist ein Punkt der Gnade. Viel wichtiger. Jawohl. Wie schnell man einfach dann Runen zusammenkriegt, wenn man einfach so in der Welt unterwegs ist. Ich werde so viel verpassen beim ersten Mal spielen. 16. Wie ein Level. Okay. Aber wir haben 16 Stärke. Wir können jetzt das dieses Großschwert theoretisch besser nutzen. Ja. Dann behalten wir mal die restlichen Runen. Wir müssen halt die Shops noch leer kaufen. Eigentlich will ich schon alles haben. Das Fernglas wäre auch praktisch. Oh, guck mal, jetzt eine Armbrust. Der nette Typ. Ihr geht auf die Nerven mit euren langen Kombos. Auch wenn ihr nicht Schaden macht. Also eigentlich seid ihr gar nicht so nervig. Fußsoldatenkappe. Ja, Hut-Upgrade. Ja, guten Tag, ich bin der Fußsoldat. Nee. Bleiben wir unserer coolen Kapuze. Goldene Rune. Warum immer die hier Leute aufhängen und foltern. Ja, eigentlich will ich so ein bisschen versuchen, aufmerksamer zu sein in der Welt und so Sachen zu sehen und zu bemerken und Zusammenschlüsse zu ziehen, aber irgendwie bin ich dann auch nur aufs Kämpfen fokussiert die meiste Zeit. Hier ist eine Statue zum Respawn. Guck mal, die sind lustig. Wenn die nicht sofort sterben, die können nämlich Moves. Yo. Der Spin. Ich glaube, der geht sogar echt lange, der Spin. Macht sogar okay Schaden, wenn er trifft. Ja, der geht echt lange. Fertig. Ja, gibt ein Ruinenfragment. Gruselig, ne? Der hat einfach so ein normales Auge da drin.
So, das hier müsste ein Siegelgefängnis des Bluthundes, okay? Nimm mein Schild. Wir gehen rein. Mit all unseren Runen. Musik einfach weg, es ist donnert. Das ist schon cool. Da vorne leuchtet es blau. Bluthundritter Daryvil. Ist der, den ich kenne? Und er hat echt viel Leben. Aber mein Schild ist echt gut. Jetzt frage ich mich, was in dem anderen Siegelgefängnis ist. Oh Gott, der macht doch Schaden, der Junge, wenn er trifft. Oh, er baut doch übrigens Blutung auf, also das darf ich nicht mehr blocken. Oder er haut einfach durch mich durch. Ja, ich fast first try, würde ich sagen. Marikas Pal wiederbeleben. Ja, den müssen wir jetzt töten. Wir werden mein Zeug nicht verlieren. Aber der Spawnpunkt ist ja recht nah. So. Na dann. Auf zu Runde 2. Einmal heilen. Sehr nett. Okay, das ist schon mal. Das läuft doch schon viel besser. So. Ja, du gehst auf Abstand. Ich warte, bis Blutung ein bisschen runterläuft. Damit du echt drauf zuhauen kannst. Weg, 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 heilen. Boah, der war langsam, der Schlag. Aber unser Blutungsschaden hat ihm auch wehgetan. Richtig cool. So. 1, 2, 3. Okay. Heilen. Nochmal heilen. Will voll sein. So. Was machst du für Moves? Zeig mir dein krasses Move. Und auf die Birne. Oh mein Gott. Puh, da bist du gedodged. Oh mein Gott. Er lebt noch. Attacke. Attacke. Ja, da bin ich. Holy. Blut von Dreißzahn. Ach, das Wetter wird schön. Und wir kommen raus. Von denen gibt es bestimmt auch die Ritter. Von dem gibt es bestimmt auch die Rüstung. Blut und Reißzahn. Eine Geschicklichkeitswaffe, die aussieht wie so ein Krummschwert. Das ist das, was der hatte, ne? Ja. Finesse des Bluthunds. Oh, cool. Ja, ist halt cool, wenn man da in so einem Kämpfe ist und dann einen Move macht, um dann zu dodgen. Ja, cool. Cool, 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 cool. Stock. Zombie, Stock, Zombie draufhauen. So, da unten ist ein Wald. Wir gucken genau in die andere Richtung. Da lang, ne? Ja. Richtung großer Baum. Was ist in dem Wald? Alles neu für mich. Aber warum ist er hier? Weil Daryvil habe ich halt hier oben bekämpft, das weiß ich. Oder ist immer derselbe da drin? Oder die haben für Netzwerktest die Position von denen getauscht. Kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. Wald. Lohnt es sich, einen random Wald zu erkunden? Bestimmt. Ich glaube, es sind ja überall Sachen versteckt, ne? Ist ja Open World. Soll man ja auch erkunden. Na dann. Gehen wir ins Unbekannte. Das Pferd werde ich wahrscheinlich relativ wenig nutzen. Außer ich weiß, dass ich eine große Strecke reite oder so. Aber ich mag das mehr selber zu erkunden. Trinas Lilie ist ein Crafting-Rezept, glaube ich, für Schlaf. Pfeile war das. Die haben wir zwar noch nicht, aber die sind sehr stark, Schlafpfeile. So. Das
noch weiter runter. Da drüben sind überall Ruinen und Tempel. Da wäre so ein großer Baum. Und der ist gar nicht so weit weg. Ich glaube, den Sprung schaffen wir. Ja, kein Schaden. Guck mal, hier sind noch mehr Halbmenschen. Eins, zwei, drei. Dass wir einfach von so einem Anführer den Stock bekommen haben. Lol, Schild weggehauen und komplett zerstört den Jungen. Große Keule. Große Keule, große Keule, große Keule. Alter, ultra cool. Ja! 22 Stärke. Große Keule, große Keule. Rolle weg. Mantel doof. Ja. Ich direkt die mittlere Last wieder ab, ja. Sehr schön. Große Keule, große Keule. Ich hab die gefunden. Das ist die Stärkewaffe. Und tatsächlich hätte ich am Ende so lieber so einen Hammer oder sowas. Schwebt da hinten eine Balliste? Ich glaube, da hat irgendwas nicht geladen, weil ich so weit weg bin. Das ist halt die Sache bei Open World. Ja, guck, jetzt haben die Strukturen drunter geladen. Große Keule. Der Schlag ist um einiges schneller, als ich ihn gewohnt bin. Was ist deine Ability? Auch Barbaren. Große Keule. Ja, habe ich auch so eine Dreifach-Schlag-Kombo. Oh, die wird cool. Besonders wenn ich die dann mit so einem Kriegsding mache, dann skaliert die wahrscheinlich direkt auf A oder auf S von Anfang an. Das sind coole Brücken. Ich schwöre, ich habe noch nichts gespielt. Wie dumm wirkt das denn, dass ich die Keule finde? Aber als würde ich... Ich habe extra die ganzen letzten Trailer nicht mal mehr geguckt, so vor Release. Als würde ich mir da irgendwas vorwegnehmen. Ich bin aber nur froh über meinen Big Stick. Schlummerndes Ei. Big Stick. Macht Bonk. Ja, Zombo macht tot. Und kriegt Heilung zurück. Vielleicht wechsle ich auch wieder auf einen Mana-Trank. Weil die ganzen Abilities sind schon lustig. Tod. Wildes Tier. Braucht mehr Knochen. Schweinchen. Vom Zug Zombo. Okay, ich höre auf. Irgendwas mit mir angreifen. Du willst kämpfen. Du rennst nicht weg. Freund. Goldschimmernder Kot. Danke. Erstmal einfach goldene Kacke kriegen. Eure Kacke sieht sehr golden aus. So. Ja, damit. Nein, hast nichts, okay. Guck mal, hier läuft gerade ein anderer Spieler auch. Auch gerade am Erkunden. Nee, das ist nochmal so eine nervige Blume. Ugh. Da hinten ist so ein... Guck mal, das sieht cool aus. Das blaue Ding da, genau über meinem Kopf. Sieht mysteriös aus. Und da ist noch so einer. Immer nur eine goldene Rune drin. Aber hey, jedes Mal 200 Runen für so einen Schädel zerschlagen? Ja. Mich mit. Ja, darüber kommt man halt nur schlecht. Sieht man auch an den Blutflecken scheinbar, dass Leute das probiert haben. Ja, da unten würde ich gerne mal langlaufen. Mal gucken, was da ist. Vielleicht ist ja hier ein Monster auch oder so. Und die sind gar nicht runtergefallen, sondern umgebracht worden. Nö, das ist nur ein Hase. Und noch mehr von Trinas Lilie. Muss man über die Brücke hier, um rüber zu kommen. Ja, hier ist einfach, genau, ist einfach abgetrennt. Die Brücke ist der einzige Weg rüber. Guck mal, es zeigt nach da unten. Also ist da auch ein Story-Progress-Ding. Ja gut, dann sollte ich es in der Reihenfolge machen. Dann heben wir uns das Gebiet da unten auf, würde ich sagen. Erkunden hier noch. Genau, guck, da vorne ist noch so ein Lager und so. Können wir uns hier alles mal angucken. Mir tut es ein bisschen leid ums Upgrade-Material, was ich jetzt in die eine Waffe geballert habe, aber... Naja, nee, eigentlich nicht. Eine Blutungswaffe, die schnell ist, immer noch sehr gut. Hallo, kaputter Magier. Eine Scheibe Fleisch. Ja. Lieber Metzgerbesuch. Ich hätte gern eine Scheibe Fleisch. Jo, was da drüben? Jo, guck mal, die betteln sich. Affenmenschen gegen normale Menschen. Ich weiß gar nicht, wem ich helfen soll. Keiner Seite. Warte, so, und jetzt rein. Ich könnte stehen, ich helfe euch.
Ich glaube, die Affenmenschen würden gewinnen, weil es mehr sind. Ich hätte ihm auch gerne irgendwie zugeguckt im Kampf, muss ich sagen. Jetzt habe ich mich schon eingemischt. Los, Affenmensch, schnapp ihn dir. Nein? Okay. Battle Royale Gewinner bist du. Theoretisch. Jetzt ich. Worüber habt ihr euch geprügelt? Was lag hier Tolles? Ein Glühstein. Cool ist es denn, dass die hier einfach stehen und sich gegenseitig prügeln. Richtig cool. Dass so Gegner sich mal gegenseitig bekämpfen und so. Auch, dass die Riesen sich so gegenseitig wehtun können. Sowas mache ich ja echt gerne. So, da drüben sind die Schweine. Da haben wir die Keule geholt, oder? Ja, genau, ist der Keulenwald. Dann haben wir da noch den Strand. Sieht aus irgendwie, als hätten wir keine Hosen an, ne? Nehmen wir die Hosen. Ja, die sehen hosiger aus. So, und hier haben wir noch ein paar von den Affenmenschen. Aua. Also ich finde, sprungstarke Angriffe ist einfach der MVP-Move in diesem Spiel. Oh, Faden. Besonders mit so einer starken Waffe. Was wollen sie machen? Also so, und dann kann ich halt... Ah, man kann echt spät rollen nach so einem Angriff. Da kann ich halt... Na, ähnlich langsam rollen. Keine Ahnung. Wir werden sehr viel hüpfen und schlagen. In der Gameplay-Overview haben die den Topfeuer damit rausgeprügelt. Irgendwie wirkt dem sein Stock größer, wo er ihn hat. Schade, dass der bei mir nicht so groß war. Oh, schön still auf einmal. Aber da sind noch ein paar. Sehr schön. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Nope. Bonk. Stickmann gewinnt gegen alle. Krabbeneier. Hm. Okay, was hat er hier oben mit Krabbeneiern gemacht? Oder am Rand der Küste? Ja, da geht's wieder darüber, wo ich gesehen habe. Und da unten ist der Strand. Kommen wir da irgendwie runter? Ohne zu sterben? Wir können den Weg gehen, den ich im Netzwerktest gegangen bin. Der war aber trotzdem sehr dangerous. So, erstmal ist hier ein Punkt der Gnade. Genau. Bin aber nur ein bisschen hier am Rand weitergeritten. Blopp. Und ich glaube, ich bin hier mit dem Pferd irgendwie runtergeklettert. Das hat ja einen Doppelsprung, also kann man Fallschaden noch mal ein bisschen hinauszögern. Oder auch so. Ja, okay. Gutes Pferd. Gutes Hottehü. Ich bin immer sehr irritiert, wenn ich da unten meine Items nicht sehe. Dann weiß ich immer nicht, ob ich überhaupt was habe. So. Ein Fläschchen genommen und dann hier. So. Plopp. Und dann hier irgendwie so vorsichtig runterbreiten. Jawohl. Schon sind wir unten. Hm. Ein sehr gruseliger Geselle. Ich mache mal meine Schritte leise. Und guck mal, wo der so lang läuft. Sehr groß. Okay, das ist Gott. Oh mein Gott. Wer bist du? Warum siehst du so aus? Oh mein Gott. Der hat mich hergezogen mit seinem Angriff. Oh, der ist cool. Aber habt ihr gesehen, wie wenig Schaden der durch meinen Schlag gekriegt hat? Wir kommen später wieder. Ich möchte hier in die Höhle. Oh mein Gott, der ist schnell. Aber vielleicht gibt er auf, wenn ich hier reinrenne. Er hat scheinbar aufgegeben. Die Musik hat sich beruhigt. Er hat nicht aufgegeben. Harlig Drachentalisman. Dreht um. Hier war das Tutorial. Cool, ne? Der ist cool.
Wenn der so rückwärts läuft, vielleicht kann ich dann... Ah, guck mal. Das hat Schaden gemacht. Dieses Herz hier, das ist echt gruselig. Okay, wir machen einfach so ein paar Jump-Angriffe in den Reihen. Perfekt. Und jetzt kriegst du Keule, Junge. Das war alles eine Falle. Pam. Kriegsasche, Gravitation. Wow, die Grafik ist einfach so viel cooler geworden als im Netzwerktest. Was zur Hölle? Okay, wir haben den Gravitationskrieger bezwungen. Lustig, ne? Ich habe ja gesagt am Anfang, hey, da oben lag Kriegsasche, Gravitation. Jetzt lag der stattdessen Talisman, aber der Typ hatte das. Mit Resistenz gegen Heiligschaden. Okay. Heiligschaden ist das, was ich mit meinen Doppelschwertern machen kann, ne? Glaube. Aber ich bin doch selber heilig. Das bräuchte ich ja Resistenz gegen. Gigakrabbe. Ja, keine Ahnung, ob ich Gigakrabbe schaffe. Aber ich sollte mich mal beeilen, weil die Folge schon echt lang ist. Ich habe eine verrückte Idee. Ich springe und schlage mit einem starken Schlag. Oh mein Gott, macht das Schaden. Aua, oh mein Gott, macht die Schaden. Ja, chill mal kurz. Der Blubstrahl. Jawohl. Krabbenschlechter. Ja, Maya. Und Heilung. So, was hast du verteidigt? Kleine Krabben. Ja, kleine Krabben. Alles muss getötet werden. Und ein Klumpen Fleisch. Ja, was erwarte ich sonst von irgendeinem Typen, der da am Strand liegt, kaputt. Ja, können wir mal das Hotte Hü nehmen. Ich sehe keine Gegner mehr und dann können wir nochmal kurz hier scouten. Ne? Dass wir ja keinen Loot verpasst haben. Da sind nur Leute gestorben. Ich weiß nicht, inwiefern es so Jump-and-Run-Rätsel gibt. Aber ja. Achso, das ist eine Stelle, wo man mit dem Pferd nicht durch darf. Ja. Ich war gerade kurz irritiert, was da so blau leuchtet. Sah ja erst aus wie so ein Punkt. Aber mit dem Pferd kann man es kaputt reiten, die Schädel. Das ist ja cool. Ich habe da hinten einen liegen lassen, ich habe es gesehen, aber so wichtig sind mir die Schädel jetzt auch nicht. Hui, alles kaputt reiten. Jo, kann man mal drüber reiten und dann bei aufheben. Ist wie ein Minispiel. Reite über die Schädel. Ja, und dann kann man hier, glaube ich, wieder hoch. Ich glaube, mehr gibt es hier unten gar nicht. Wenn wir hier so ganz um die Ecke gucken. Nö. Cool. Ah, der Typ war richtig nice. Hui. Bis ganz nach oben. Ja, sehr schön. Ihr kriegt noch Bonus. Es gibt hier noch so ein Banditenlager. Das machen wir noch. Ich frage mich, wo es den ersten Kleriker oder sowas gibt. Vielleicht im Schloss von der Main Story? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich verpasse den nicht. Aber sonst findet man ja bestimmt auch ein paar Anrufungen oder sowas zwischendurch. Da. Hier ist so ein Camp von den blutrünstigen Typen da, die mich die ganze Zeit angreifen. Von diesen Ultra-Leuten. Was los, Brudi, hä? Noch nie Keule gesehen, Digga. Ich liebe Stärkewaffen. Oh, schade, ich wollte auch aufladen. Hä? Kennst du ja zwei, mein bester Freund? Oh Gott, mein Ausdauer ist leer. Hilfe. Okay. Ja, von denen ein paar töten, bis man die Rüstung hat oder so, ist ja auch nice. Oh. Sprung R2. Tötet alle Gegner hier und da. Gut, dass er vorbeigeritten ist. Da ist ein Dude. Können wir uns irgendwie in dieses Lager reinschleichen? Ja, können wir. Machen wir mal unsere Schritte leise. Und Koido.
Ja, die pennen. Der Wolf kriegt mich mit. Aber nicht genug. Oh mein Gott, macht das wenig Schaden. Okay, nice. Bonk. Der Typ hinter uns pennt immer noch. Was ist los mit dem? Keine Hose. So groß irgendwas. Ich sollte auf jeden Fall farmen, die Ritter. Hörst du das da? Nö. Ja, guck mal, der hat auch denselben Barbarenschrei. Was, Bruder? Kommt auch der innere Kloppo aus mir aber nur raus. Gefrorene Rosinen, danke schön. Hab gerne euer Lager geplündert. Handbuch des Rüstungsschmieds. Sowas wird nachgeguckt. Ja. Feuerfett, Feuerfett mit Kordel, feuersichere Trockenleber. Oh, das ist, Feuerfett ist der Waffenüberzug mit Feuerschaden. Das ist richtig gut. Objektherstellung. Ja, guck mal. Wir brauchen Wurzelharz. Wird von Wurzeln des großen Baums ausgeschieden. Findet sich aber auch oft bei Bäumen an der Oberfläche. Und diese Schmetterlinge. Und dann können wir einfach... Guck mal, wie einfach. Wir haben viermal Feuerüberzug für unsere Waffe gecraftet. In so einem Klacks. Rüste ich mal mit aus. Und das Und da müssen wir noch ganz was Wichtiges reintun, nämlich die Hallo-Maske. Genau, jetzt kann ich immer... Ich habe es leider noch nicht für eine Begrüßung benutzt, weil ich es bisher immer vergessen habe. Aber sehr cool. So, ich check nochmal kurz, ob hier Loot ist. Aber hier sind nur Ruinenfragmente. Ja, nur Fragmente. Irgendwo da... Ah, da vorne sieht man so einen kleinen Lichtstrahl. Da ist ein Punkt der Gnade, genau. Ich bin sehr froh, dass dieses Lager beim ersten Mal geklappt hat, weil die sind nämlich eigentlich echt stark, die Dudes. Also sehr nice wieder mal. Keule, Big Stick funktioniert. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich farm die Typen. Vielleicht ein bisschen. Nee, wir farmen die beim nächsten Mal. Ja, Leute, würde ich sagen, dann war es das mit der Folge. Beim nächsten Mal farmen wir die Typen nochmal kurz, damit ich die Rüstung von denen komplett habe. Weil, sieht cool aus. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Es war sehr nice. Ist auch ein bisschen länger als die anderen, aber ich wollte halt noch ein paar Sachen erledigen. Und das haben wir gemacht. Deswegen würde ich sagen, Stärke ist alles, was zählt. Bis dann, euer Zimmelmann.